Wir wollen eine Erde, auf der es sich zu leben lohnt. Eine Erde, auf der Natur und Zivilisation sich nicht ausschließen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir alle mithelfen. Die Vereinten Nationen formulierten 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung. Sie sollen helfen, fortschrittgerecht, wirtschaftlich und umweltfreundlich zu gestalten. Wir tragen mit verantwortungsvoller Forschung zur Erreichung einiger dieser Ziele bei. Klimaneutrale Energiesysteme. Je mehr erneuerbare Energien wir in das System integrieren, desto mehr Herausforderungen haben wir auch in den Netzen, denen wir begegnen müssen. Das Ziel für das große Ganze ist natürlich, dass wir auch dann Strom haben, wenn jetzt gerade kein Wind weht und keine Sonne scheint. Und da gibt es nicht die eine Lösung für, sondern da gibt es halt viele kleine Puzzlesteine. Das sind zum einen Energiespeicher, zum anderen eben aber auch, dass wir halt flexible Anlagen haben, die zu Zeiten, wenn wenig Erneuerbare da sind, die Versorgung übernehmen. Und auch, dass halt in den Zeiten, wo viele Erneuerbare da sind, wir dann Verbraucher in die Zeit verlegen können. So helfen wir beim Wandel zu bezahlbarer und sauberer Energie für alle. Ressourceneffiziente Prozesse. Wir sagen dem Klimawandel den Kampf an, indem wir Technologien entwickeln, um CO2 einzusparen und gleichzeitig auch den Bezug von fossilen Kohlenstoff zu senken. Wir arbeiten gerade im Projekt Carbon to Chem zum Beispiel an der Kopplung von Stahl- und Chemieindustrie. Da ist der Fokus, die Hüttengase, die bei der Stahlproduktion anfallen, in chemische Rohstoffe umzuwandeln und so eben CO2-Emissionen zu sparen und gleichzeitig auch den Bezug von fossilen Kohlenstoff zu senken. Verbindet man clevere, ressourceneffiziente Prozesse mit neuen Ansätzen für Konsum und Produktion, erreicht man im besten Fall zirkuläre Produkte. Kreislaufwirtschaft, relativ einfach erklärt, ist das im Kreis führen von Produkten, Materialien und auch Energien. Man fängt beim Reuse, bei der Wiederverwendung an, dann das Erhalten von Komponenten durch ein Refurbishment oder Remanufacturing und ganz zum Schluss kommt dann das Recycling und da muss man dann wieder vorne bei der Prozesskette anfangen und sich zuerst über das Design Gedanken machen. Das nennt sich dann zum Beispiel Design for Recycling als Grundlage, die man sich selber setzen kann, wenn man ein Produkt kreislauffähig gestalten möchte. Klimaneutrale Energiesysteme, ressourceneffiziente Prozesse und zirkuläre Produkte. Mit diesen Entwicklungen bereitet das Fraunhofer Umsicht den Weg in eine nachhaltige Welt. Doch um alle 17 Ziele der UN zu erreichen, sind viele Schritte nötig. Kleine und große. Von uns allen. Ich forsche daran, wie wir gesunde Lebensmittel mit hoher Qualität nachhaltig anbauen können. Ich entwickle Katalysatoren für die CO2-Reduktion. Ich forsche an der elektrochemischen Umsetzung von CO2, um grünen Strom in Form wertvoller Synthesebausteine zu speichern. Ich optimiere nachhaltige, großsektorale Energiesysteme in Quartieren. Ich forsche daran, Klärschlamm so aufzubereiten, dass daraus wichtige Ressourcen wie Phosphor zurückgewonnen werden können. Ich beschäftige mich mit verschiedenen Batteriedesigns, um diese später recyclingfähiger zu machen. Gemeinsam können wir die Dinge ändern. Pack mit an!